Wir bleiben in London. Der Daily Telegraph hat Chatnachrichten des früheren britischen Gesundheitsministers veröffentlicht. Aus den Nachrichten geht hervor, dass Hancock zu Beginn der Corona-Pandemie Ratschläge von Wissenschaftlern ignoriert habe. Außerdem zeigen sie, dass Minister etliche Maßnahmen ohne wissenschaftliche Basis beschlossen haben. Eine Ministerin gibt in den Chats offen zu, es gebe keine robuste Logik, um die maximalen sozialen Kontakte auf 6 Personen inklusive Kinder zu begrenzen. Auch strenge Polizeikontrollen waren während des Lockdowns Alltag in Großbritannien. Die offizielle Untersuchung zum Umgang mit der Corona-Pandemie geht nur langsam voran. Wir blicken nach London zu unserem Großbritannien-Korrespondenten Arndt Strigler. Arndt, also, ja, ich weiß nicht, kann man es schon wirklich Skandal nennen, diese veröffentlichten WhatsApp-Chats jetzt? Beziehungsweise, wie wird das Ganze in London, in Großbritannien bei dir aufgefasst? Wie sind die Reaktionen auch in der Bevölkerung? Nun, die Reaktionen hier in Großbritannien, die lassen sich mit einem Wort zusammenfassen. Und das heißt, die Menschen sind fassungslos. Wir müssen daran denken, das Land Großbritannien war zu jener Zeit im starken Lockdown. Und es stellt sich jetzt heraus, dass die Regierung und hohe Regierungsmitarbeiter zum Beispiel massiv versucht haben, die Gesetzgebung in diesem Land in Sachen Covid, zum Beispiel die Lockdowns, zu beeinflussen. Dem ehemaligen Gesundheitsminister Hancock wird zum Beispiel vorgeworfen, und das ist mittlerweile durch mehrere WhatsApp-Nachrichten, die an die Presse verspielt wurden, bewiesen. Er hat versucht, ja, auszuwirken, die nicht für diese Lockdown stimmen wollten. Und da ist Matt Hancock angeblich so weit gegangen, dass er gedroht hat, zum Beispiel Regierungsgelder, die in die Wahlkreise dieser Parlamentarier fließen sollten, dass die dann nicht mehr fließen würden, wenn diese Parlamentarier nicht für die Lockdown stimmen würden. Also das ist doch ziemlich kontrovers, die große Frage, die man sich heute Nachmittag hier in Großbritannien stellt. Was wusste der derzeitige Premierminister Rishi Sunak von diesem Ganzen? Der war damals auch schon mit in der Regierung, und sollte sich herausstellen, dass Rishi Sunak da doch einige Kenntnis von hatte, dann könnte es selbst für den jetzigen Premierminister dieses Landes noch einmal politisch sehr prekär werden. Per WhatsApp, wie muss man da die Corona-Maßnahmen der britischen Regierung so grundsätzlich im Nachhinein denn bewerten? Nun, die Bewertung im Nachhinein, die ist nicht sonderlich positiv, muss man sagen. Da wird immer wieder kritisiert, und das wurde damals schon zum Höhepunkt der Covid-Pandemie hier in Großbritannien kritisiert, dass die Politik damals wissenschaftliche Ratschläge mehr oder weniger ignoriert hat, mehr oder weniger in den Wind geschlagen hat und trotzdem diese strengen Lockdowns durchgesetzt hat, obwohl die Wissenschaftler gesagt haben, es gebe damals oder es gab damals keinerlei wissenschaftliche Beweise, dass diese Strategie funktionieren würde. Man muss sich auch noch mal die Todeszahlen, die Statistiken angucken. Hier in Großbritannien sind deutlich mehr Menschen an Covid gestorben als in vergleichbaren anderen westlichen Ländern. Das alles könnte auch mit dieser, ich sag's mal deutlich, vermurksten Covid-Politik der damaligen Regierung zusammenhängen. Und was da jetzt gerade durch diese WhatsApp-Nachrichten ans Licht kommt, wie chaotisch diese Zustände damals in der Downing Street waren, das, wie schon anfangs gesagt, führt bei den Briten einfach nur zur Fassungslosigkeit. Man schüttelt einfach nur noch mit dem Kopf. Arndt, für den Augenblick vielen Dank nach London. Bis später. Dankeschön. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.